Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es darum, wie du Unternehmer werden kannst. Und ich werde dir in diesem Video ja zeigen, was ist ein Unternehmer, ja, und was tut er ganz genau. Und dann werde ich dir eine Möglichkeit zeigen, mit ja, wie du ohne Kapital ein Unternehmen aufbauen kannst und warum es zwar heute aktuell ja sehr angesagt ist, Unternehmer sein zu wollen, aber warum es die wenigsten tatsächlich schaffen und wann es Sinn macht, ja, Unternehmer zu werden, weil letzten Endes muss die Einstellung zum Unternehmertum auch die richtige sein und das Ganze muss halt eben auch passen. Okay, ich hoffe, das Ganze ist für dich hilfreich. Dementsprechend lass uns gleich loslegen, keine Zeit verlieren. Gründe, warum Menschen Unternehmer werden wollen, gibt es viele. Ja, warum oder was dein Grund ist, kann ich natürlich nicht sagen, da ich dich nicht kenne. Aber für viele Menschen ist es zum einen, dass sie halt nicht ins Geschäft gehen wollen, auf die Arbeit gehen wollen, dass sie satt haben, jeden Morgen aufstehen zu müssen, im Stau zu stehen, auf einen verspäteten Zug zu warten. Der eine hat einen nervenden Chef, den er am liebsten gern kündigen würde. Der andere, die Kollegen. Ja, für viele ist es aber auch so, dass sie gern ja einen krisensicheren Beruf hätten und wissen, dass ihre eigene Leistung natürlich das ist, was sie selbst in der Hand haben. Wie gesagt, es gibt viele Gründe. Ich möchte gar nicht auf alle eingehen. Viel wichtiger ist, dass du weißt, was dein Grund ist. Und das sind so die Gründe, die ja ich sehr häufig genannt bekomme. Im Großen und Ganzen geht es einfach darum, sein eigener Chef sein zu können, arbeiten zu können, wann, wo und wie viel man will, ohne dass einem da jemand reinredet, dass man eigenbestimmtes quasi Leben hat. Und wir können einfach nur festhalten, dass der brennende Wunsch einfach da ist. Ja. Und jetzt habe ich einfach mal nachgeschaut, Mensch, was sagt denn so das Wörterbuch zur, ja, was ein Unternehmen ist oder was ein Unternehmer ist? Ja, was sagt denn das Wörterbuch dazu? Und das Wörterbuch sagt, okay, du bist dann ein Unternehmer, wenn du ein Eigentümer bzw. eine Eigentümerin von einem eigenen Unternehmen bist. Und das trifft eben halt so ziemlich auf alle Menschen zu, die ein Gewerbe angemeldet haben. Und ich habe da ein bisschen eine andere Definition von Unternehmertum, ja, bzw. von einem Unternehmer. Für mich ist ein Unternehmer eine Person, Mann oder Frau, die es geschafft hat, ein Geschäftskonzept, ein Geschäftsmodell aufzubauen, ein Unternehmen aufzubauen, welches ihr oder ihm auch dann Geld in die Kasse spült, wenn sie oder er nicht mehr aktiv am oder im Unternehmen arbeitet. Ja? Das heißt, das Unternehmen ist so aufgestellt, dass es entweder von anderen profitabel geführt wird oder dass du halt eben ein Geschäftskonzept, dass dem halt ein Geschäftskonzept zugrunde legt, welches eben halt ermöglicht, dass auch dann Geld fließt, wenn der Unternehmer jetzt aktuell nicht aktiv im Unternehmen oder am Unternehmen arbeitet. Und da sind wir bei der Möglichkeit, die ja für mich die beste ja aller Möglichkeiten ist. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Da musst du dir einfach für dich ein eigenes Bild drüber machen. Und zwar geht es um Network Marketing, welches ich vor über ja, 13, 14 Jahren kennenlernen durfte und welches mich seitdem quasi nicht mehr losgelassen hat. Und Network Marketing bietet im Prinzip alles, was das Herz begehrt. Wer Geld verdienen will, der kann das tun. Wer schon bereits genügend Geld hat, aber mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben möchte, ja, der kann das mit Network Marketing ebenfalls erreichen. Ja, ohne dass er auf Geld oder Einkommen verzichten muss. Network Marketing ist für alle die, die eine sinnvolle Tätigkeit suchen, ebenfalls sehr, sehr ja, attraktiv, weil was kann es Schöneres geben, gemeinsam mit anderen Menschen die eigenen Ziele zu erreichen und anderen Menschen dabei zu helfen, dass sie ihre Ziele erreichen. Ja, aber Network Marketing bietet auch die Möglichkeit, quasi eine Gemeinschaft aufzubauen, soziale Kontakte aufzubauen auf einem Level, was dir vielleicht ein Verein ja nicht bieten kann. Ja, weil in einem Verein geht es halt sehr stark immer um den Verein, während im Network Marketing du halt ja dich mit Gleichgesinnten zusammentun kannst, wo ihr über unternehmerische Aspekte sprechen könnt, wo ihr über unternehmerische Themen sprechen könnt. Ja. Das sind alles so Themen, wo du in einem Verein ja, oder in einem klassischen Hobby, sage ich jetzt mal, eher weniger diese Themen besprechen kannst. Und das ist natürlich eine schöne Sache, ja, für alle die sich halt auch beruflich weiterentwickeln möchten. Und der Hauptvorteil bei Network Marketing ist, dass du alle Vorteile,
ja, des klassischen Unternehmertums hast, aber diese Risiken, die das klassische Unternehmertum mit sich bringt, die sind im Prinzip nicht da. Ja, das heißt, wenn du heute ein Unternehmen startest, ja, dann hast du in der Regel ja die Situation, dass du erstmal viel Zeit investieren musst. Du musst aber auch nicht nur Zeit, sondern auch Geld investieren. Ja? Meistens viele Tausende, Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Euro sind notwendig, um das Unternehmen überhaupt erstmal an den Start zu bringen. Und es kann natürlich einigen oder dem einen oder anderen dann viele schlaflose Nächte bereiten. Du hast auch, wenn du das Unternehmen ja so aufbauen willst, dass du dich tatsächlich irgendwann rausziehen kannst, dann musst du natürlich auch dementsprechend Manpower haben. Das heißt, du musst auch Menschen beschäftigen, die gewisse Tätigkeiten ausführen, Marketing, Produktion, Buchhaltung, Controlling, wie auch immer. Und das hat natürlich auch dann zur Folge, dass du nicht nur hohe Investitionssummen hast, sondern du hast auch hohe Fixkosten, Personalgehälter, Investitionen, Kredite etc. Und im Network Marketing kannst du genau das gleiche Ziel erreichen, nämlich auch finanzielle Unabhängigkeit, zeitliche, örtliche Unabhängigkeit. Du kannst auch dein Geschäft immer weiter nach oben skalieren, wenn du das so willst. Du kannst jederzeit überall auf der Welt eine neue Geschäftsstelle aufmachen. Du kannst eine neue Filiale aufmachen, indem du einen neuen Vertriebsmitarbeiter einstellst, den richtig einarbeitest, zur Führungskraft ausbildest. Und ja, und du kannst quasi deine Arbeitskraft vervielfältigen, so wie das der Unternehmer auch tut, nur mit dem einzigen Unterschied, dass du nur, also dass du keine Gehälter bezahlen musst und finanziell an den Umsätzen der Vertriebspartner beteiligt wirst, ja, oder auch an den Bestellungen deiner Kunden natürlich dementsprechend Provisionen und Umsätze erzielst, ja. Also das ist einfach der Vorteil, du kannst dich im Network Marketing wirklich auf das konzentrieren, was tatsächlich dazu führt, dass dein Unternehmen wächst und dass du Einkommen generierst. Das heißt, du kannst dich voll und ganz dem Marketing widmen, dem Aufbau deines Netzwerks widmen und ja, und hast diese ganzen Risiken, ja, die ein klassischer Unternehmer hat, die hast du eben nicht. Und das ist eine tolle Sache. Und deswegen würde ich jedem grundsätzlich immer von ganzem Herzen raten, ja, sich Network Marketing näher anzuschauen. Ja, also du siehst es hier auch nochmal. Am Anfang musst du natürlich auch viel Herzblut, viel Zeit, ja, viel persönliche Arbeitskraft investieren, um dann dir deinen eigenen Kundenstamm aufzubauen und dir dein eigenes Vertriebspartnernetzwerk aufzubauen. Du musst ja Menschen für das Unternehmen gewinnen, musst sie ausbilden, dann natürlich auch ihnen bestmöglich helfen, dass sie vorankommen. Und auf der anderen Seite wird natürlich mit jedem neu gewonnenen Kunden, der dann weitere Umsätze tätigt, natürlich das Einkommen immer größer und größer, auch wenn du jetzt nicht mehr aktiv, ich sag mal, jetzt einen neuen Kunden gewonnen hast, ja, weil die Kunden bestellen ja immer wieder weiter und du profitierst daran, ja, und dein Netzwerk wächst ja auch immer weiter. Das heißt, am Anfang bist du alleine, dann hast du vielleicht 10 Vertriebspartner, dann hast du irgendwann 100 und dann hast du 1000 und oder vielleicht zehntausende Menschen in deiner Organisation. Und dann werden natürlich Umsätze getätigt von Menschen, die kennst du gar nicht mehr, ja, und dementsprechend ist dann deine persönliche Arbeitskraft nimmt im Verhältnis zum Einkommen immer weiter ab. Ja, Network Marketing ist auch ein krisensicheres Geschäft, wenn du das richtige Partnerunternehmen und die richtigen Produkte ausgewählt hast, wenn du ein Unternehmen gewählt hast, welches Produkte hat, wo in Aufschwungphasen, in Boomphasen funktionieren, aber auch in Phasen, wo es wirtschaftlich nicht so läuft, ja, in Depressionen, in Rezessionen. Wenn du da deine Hausaufgaben gemacht hast, dann hast du die Möglichkeit mit Network Marketing, egal in welcher Phase sich die Wirtschaft gerade befindet, ja, dein Geschäft trotzdem am Laufen zu halten und sogar noch auszubauen. Ja, weil klar, wenn Menschen weniger Geld haben, dann suchen sie in der Regel nach zusätzlichen Einkommensmöglichkeiten. Und da ist natürlich Network Marketing prädestiniert. Und wenn Menschen viel Geld haben,
dann geben sie natürlich das Geld gerne auch aus. Das heißt, sie geben es dann auch für die Produkte aus. Und wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast und das richtige Produkt hast, ja, welches in Boomphasen und in Depressionen nachgefragt wird, ja, also in jeder Wirtschaftslage nachgefragt wird, in jeder Konjunkturlage nachgefragt wird, dann hast du natürlich die beste aller Möglichkeiten. Also fassen wir kurz zusammen. Network Marketing funktioniert konjunkturunabhängig, ist maximal krisensicher. Du kannst es 100% online virtuell machen. Du hast keine Einstiegskosten. Dafür ist es sehr rentabel oder je nach Unternehmen geringe Einstiegskosten halt. Du kannst ein hohes Einkommen aufbauen. Du musst halt darauf achten, dass du keine Begrenzung im Marketingplan nach oben hast. Du kannst dir ein stabiles Einkommen aufbauen. Du kannst sofortige und schnelle Ergebnisse für dich und deine Vertriebspartner erzielen. Aber auch hier ist natürlich immer so ein bisschen abhängig vom Produkt, vom Markt, in dem du dann tätig bist. Wichtig ist mir aber eins, auch wenn schnelle und sofortige Ergebnisse erzielbar sind, ist es trotzdem wichtig, und das möchte ich hier an der Stelle sagen, du baust ein Unternehmen auf, von dem du möglichst lange profitierst, ja, über viele, viele Jahre, Jahrzehnte, ja, am besten für den Rest deines Lebens. Und deshalb geht es hier nicht um schnell Geld verdienen, ja, das wird in den meisten Fällen auch nicht funktionieren, sondern es geht darum, dass du dir ein seriöses, langfristiges, stabiles Geschäft und damit auch Einkommen aufbaust, ja. Nichtsdestotrotz, du kannst örtliche Unabhängigkeit erreichen, zeitliche Unabhängigkeit, natürlich auch finanzielle Unabhängigkeit. Und wie bereits schon mehrfach erwähnt, ist das Ganze natürlich auch skalierfähig. Du kannst es immer weiter aufbauen. Es ist ein sehr einfaches Geschäft. Du hast niedrige bzw. so gut wie gar keine Eintrittsbarrieren. Du musst nicht erst irgendwelche Technik-Ausbildungen machen oder du musst auch nicht irgendwelche Ausbildungen und Zertifikate machen, dass du im Network Marketing starten kannst, sondern du kannst im Prinzip dir aus der Vielfalt am Markt tätigen Unternehmen das Unternehmen raussuchen, was am besten zu dir passt und kannst sofort loslegen. Auch deine Kunden werden sofortige Ergebnisse haben. Und jetzt kommt ein super wichtiger Punkt, den du im normalen Unternehmertum niemals haben wirst, nämlich das Thema Einarbeitung. Ja, wenn du heute ein klassisches Unternehmen aufbaust, dann kannst du nicht einfach mal deine Konkurrenz anrufen und fragen, was so ihre Erfolgsgeheimnisse sind. Die werden dir das nicht sagen, die werden da kein Interesse dran haben, ja. Sondern die werden möglichst ihre Erfolgsgeheimnisse für sich behalten und wissen, was du benötigst, wirst du dir sehr, sehr teuer einkaufen müssen. Im Network Marketing ist es gerade anders, ja. Im Network Marketing schließt du dich einer Organisation, einem Unternehmen an, welches ja ein Interesse hat, dass du mit deinem Unternehmen, ja, innerhalb des Unternehmens schnell Erfolge erzielst. Und deswegen wirst du dort eine professionelle Einarbeitung bekommen und dein Sponsor, also die Person, bei der du dich angeschlossen hast im Unternehmen, die wird natürlich dir die besten Tricks und Tipps dann quasi auch verraten, ja, weil sie hat ja ein finanzielles Interesse dran, weil je mehr du Erfolg hast, indem du ja mehr Kunden und mehr Vertriebspartner gewinnst, desto mehr Erfolg hat die Person natürlich selbst. Und das ist eine Win-Win-Situation, die du im klassischen Unternehmertum so ja selten vorfindest. Also Network Marketing ist, um das Ganze rund zu machen, einfach ein Geschäftskonzept, welches im Prinzip alle Anforderungen an ein modernes Business erfüllt. Und du musst für dich aber die Augen aufmachen und für dich das richtige Unternehmen finden. Du musst darauf achten, dass es echte Endkunden und Verbrauchsprodukte sind. Das Unternehmen sollte mindestens 5 Jahre oder länger am Markt sein. Schau drauf, dass du möglichst geringe bis gar keine Startkosten hast. Das Unternehmen sollte schuldenfrei sein. Ein schuldenfreies Unternehmen ist immer anders in der Lage zu agieren wie ein Unternehmen, welches erstmal Gläubiger bedienen muss. Das Unternehmen soll gute Wachstumsraten haben. Das solltest du dir auch anschauen. Schau dir an, gibt es ein Ausbildungs- und Schulungssystem? Und dann ein ganz wichtiger Punkt, sind die Provisionen pro Verkauf so hoch, ja, dass du auch allein durch deine eigene Arbeitskraft dein Zieleinkommen erreichen kannst, ja, oder ich sag mal, ein sehr gutes Einkommen erreichen kannst. Weil, weißt du, Teamaufbau oder das Arbeiten mit Menschen, das kann immer länger dauern als geplant. Weil letzten Endes, du kannst noch so gut
die Menschen vorqualifizieren. Du kannst noch so gut schauen, wer passt in dein Unternehmen, mit wem arbeitest du zusammen, ob eine Person tatsächlich dann aktiv wird. Das hast du nicht in der Hand. Ja, und du kannst es halt auch nicht befehlen. Ja, im klassischen Unternehmertum stellst du jemanden ein für eine bestimmte Tätigkeit und dann ist die Person natürlich per Arbeitsvertrag verpflichtet, das dann auch zu machen. Im Network Marketing hast du es natürlich mit Menschen zu tun, die wie du auf selbstständiger Basis arbeiten und letzten Endes kannst du ihnen nur dann quasi die Unterstützung anbieten, aber umsetzen müssen die Menschen das natürlich schon selbst, ja, und das hast du nicht in der Hand und deshalb musst du aber trotzdem in der Lage sein, dass du dein eigenes Einkommen nicht von der Arbeitskraft oder der Leistung anderer Menschen abhängig machst. Und wenn du natürlich erst hunderte Produkte verkaufen musst, damit du ein Einkommen hast, von dem du gut leben kannst, dann ist das natürlich auch nicht die beste Wahl. Ja? Also du musst damit gefasst oder darauf gefasst sein, dass der Teamaufbau, dein Unternehmensaufbau länger dauert als geplant und in der Zeit musst du natürlich auch von deinem eigenen Verkauf gut leben können. Dann schau dir an, welche Zusatzleistungen, Boni das es gibt. Wichtig, Provisionen, dann müssen pünktlich bezahlt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, weil nur das Geld, was in deine Organisation fließt, das sorgt dafür, dass deinen Teampartnern gut geht, dass diese wieder Geld haben, um für Marketing auszugeben und so weiter. Also das muss passen. Dann solltest du darauf achten, dass du keine Mindestumsätze bringen musst, um damit Provisionen überhaupt ausbezahlt werden. Schau dir an, ob die Produkte, ob das Unternehmen, ja, und der Markt, ob das alles zukunftsfähig ist, ja. Dann gibt es Arbeitsmaterialien, die funktionieren und dann schau dir auch an, wie wird gearbeitet, ja, passt die Arbeitsweise dann auch zu dir. Und dann solltest du darauf achten, dass du dir einen Sponsor wählst, mit dem du auch wirklich gern zusammenarbeiten wirst, weil das Entscheidende ist, dein Sponsor wird dir Tipps geben, ja, und dann solltest du aber auch die Person sein, die diese Tipps dann auch dementsprechend umsetzt, ja, und glaub mir eins, ein Mensch hat halt kein Interesse daran, ja, auch wenn du vielleicht denkst, dass die Menschen froh sind, dass du bei ihnen in den Organisationen anfängst, Network Marketing ist immer Teamarbeit, ja. Und wenn immer nur eine Seite gibt und die andere immer nur nimmt und nichts zurückgibt, dann wird es irgendwann Ungleichgewicht. Und deswegen solltest du da einfach schauen, dass du auch die Dinge, die dir dein Sponsor dann dementsprechend mit auf den Weg gibt, dass du die dann auch umsetzt. Ja? Weil nur so haben beide Spaß dran und nur so wird auch dein Sponsor maximal motiviert sein. Ja, also das ist ganz wichtig. So, und jetzt stellt sich doch die Frage, warum verwirklichen denn so wenige Menschen ja ihren Traum? Und da gibt es im Prinzip drei Kernprobleme. Das eine ist der Markt, gerade im Network Marketing, da gibt es tausende Anbieter, tausende von Produkten. Herauszufinden, was ist seriös, was nicht, das ist für viele Menschen dann sehr, sehr schwierig. Der zweite Punkt ist, das Geschäft oder viele Geschäftsmodelle sind nicht auf Langfristigkeit ausgerichtet. Ja, da wird immer mit schnell Geld verdienen geworben. Und ich sage immer, Geld, das du schnell verdienen kannst, das kann auch immer schnell wieder weg sein. Ja, also da musst du echt immer ein bisschen aufpassen, dass du nicht irgendwelchen Geschäftsmodellen zum Opfer fällst, die einfach nur dein Bestes wollen, nämlich dein Geld. Ja, und da musst du halt echt aufpassen. So, und ja, und vielen Menschen fehlte halt dann auch die Expertise. Und das Dritte, wo ich es immer wieder sehe, wo Fehler gemacht werden, ist bei der Auswahl des Geschäftsmodells. Es wird einfach viel zu wenig drauf geachtet oder drüber nachgedacht, Mensch, das, was ich da jetzt anfange, funktioniert das eigentlich in allen Marktsituationen, ja? Weil es nützt ja nichts, wenn du ein tolles Produkt hast, was aber nur dann funktioniert, wenn die Menschen auch Geld ausgeben, ja? Deswegen solltest du auf Produkte setzen, die vielleicht nicht unbedingt immer die sexiesten Produkte sind, die aber immer gebraucht werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also stell dir einfach die Frage, funktioniert das, was ich da mache, funktioniert das durchgängig, kann ich das jederzeit auch weiter ausüben. So, und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt, nämlich das ist, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, wann du Unternehmer werden solltest. Du solltest dann Unternehmer werden. Ja, ich werde jetzt nicht diese einzelnen Punkte durchgehen, aber du solltest dann Unternehmer werden, wenn du tatsächlich bereit bist, dich auf eine Sache zu fokussieren. Ja, wenn du etwas anfängst, ja, mit der Prämisse in 14 Tagen, ja, wenn es nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, was anderes zu machen, ja, dann wirst du permanent irgendwo Neues anfangen, du wirst wieder von vorne beginnen und du wirst nicht vorankommen. Entscheidend ist, lass dir bei der Auswahl Zeit, ja, überleg dir, was willst du auf jeden Fall machen,
Und dann zieh das Ganze durch. Halte durch, ja. Auch wenn du jetzt mal 10, 20 Leute anrufst und du kriegst 10, 20, 30, 40 Neins hintereinander, dann musst du trotzdem in der Lage sein, dich zu motivieren und zu sagen, jawohl, ich mach weiter. Alles andere macht einfach keinen Sinn, wenn du nicht bereit bist, durch diese Situation durchzugehen, ja. Dann lass es lieber, ja. Weil das kann dir und es wird dir früher oder später überall einfach mal passieren, dass du mal eine Phase hast, wo es vielleicht nicht so läuft. Und da ist dann dein Durchhaltevermögen und deine Kontinuität gefragt. Weil viele Menschen betreiben Network Marketing einfach sporadisch, wie so ein Hobby und wundern sich dann, wenn sie natürlich auch keine anderen Ergebnisse als Hobbyergebnisse erzielen. Ne? Also ist ganz, ganz wichtig. Sorg dafür, dass du die richtige Einstellung dazu kriegst. Ja, bilde dich auch in diesem Bereich weiter. Ja, die Einstellung im Unternehmertum ist eine ganz entscheidende. Natürlich müssen auch deine Arbeitsprozesse passen. Es muss alles gut sein. Ja, aber letzten Endes stehst du jeden Morgen auf und du bist der Einzige, der entscheiden kann: Mache ich heute die Dinge, die getan werden, oder mache ich sie nicht? Ja, mache ich die Dinge, die getan werden müssen, auch wenn mir jetzt nicht danach ist? Ja, oder lasse ich es? Ja, und der Unterschied zwischen dem Gewinner und dem Verlierer wird einfach derjenige sein, oder der Gewinner wird der sein, der die Dinge halt einfach tut, die getan werden müssen. Ja, egal, ob ihm jetzt danach ist oder nicht. So, und das ist das Thema. Also, du musst in dem Bereich einfach Profi werden, dein Geschäft beherrschen, und das kannst du nicht einfach nebenbei machen. Ja, du musst nicht 40 Stunden von Beginn an das Ganze machen, aber die Zeit, die du investierst, die musst du richtig investieren, und da musst du die richtigen Dinge tun. Das heißt, du musst nicht viel machen, aber du musst ganz wenige Dinge kontinuierlich machen. Und das schaffen viele nicht, weil das ist den Menschen oft zu langweilig. Ja, der Mensch neigt dazu, dann gewisse Dinge einfach zu verkomplizieren und zu schauen, was kann man noch anders machen und so weiter, anstatt einfach wirklich die Dinge zu tun, die auch dann zum Erfolg führen. Ja, also ganz wichtiger Punkt: Achte darauf, dass du hier in dem Bereich für dich die richtige Einstellung entwickelst und da auch immer wieder ja, dran arbeitest. Ja, okay, gut. Also fassen wir das nochmal zusammen. Ja, diese vielen Punkte, die du jetzt gesehen hast, ich bin jetzt nicht auf alle eingegangen. Ich möchte dir nur die Wesentlichen nochmal kurz näher bringen. Ja, wichtig ist, und das ist einfach die Menschen, die wir in unserem Team, aber auch im Network Marketing suchen. Wir suchen Menschen, die wirklich von tiefstem Herzen auf der Suche sind nach einem Weg, wie sie ihr Leben verändern können. Ja, wie sie Wohlstand aufbauen können, egal was jetzt Wohlstand für dich bedeutet. Ja, wenn du sagst, 500 Euro nebenbei, das würde für mich in meinem Leben schon eine massive Verbesserung bedeuten, dann ist das natürlich völlig in Ordnung. Aber entscheidend ist, dass du dann auch die Person bist, die das auch durchzieht. Ja, wobei ich dir nur die Empfehlung geben kann, da kommen wir aber gleich dazu: Denk groß und versuch viel zu verdienen, weil kostet nämlich eh das Gleiche. Ja. Zweitens, wir suchen aber auch Menschen, die wissen, dass man das nur mit der Selbstständigkeit erreichen kann. Ja, die klar sind, die mit sich klar konform sind und wissen: Okay, ich muss als Unternehmer die Dinge eigenverantwortlich umsetzen, ja, weil wir sind Unternehmer und nicht Unterlasser, ja, und die einfach wissen, Angestellten-Denken hat im Unternehmertum einfach nichts zu suchen, wobei Angestellten-Denken möchte ich nicht abwerten an dieser Stelle. Ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Nicht jeder ist auch für Unternehmertum geeignet, und das ist absolut in Ordnung, ja. Aber wenn du dich mit dem Thema Unternehmertum auseinandersetzt und wirklich das machen willst, dann finde ich, ist es wichtig, dass du auch weißt, auf was du dich einlässt. Ja? Und du kannst nicht mit einer Einstellung, die du jetzt vielleicht bei einem Arbeitgeber, die da vielleicht so gerade noch so funktioniert, das geht nicht. Ja? Du musst hier auch gerade zu Beginn ja, für dich einfach bereit sein, die Ärmel hochzukrempeln und auch mal ja, über die Komfortzone rauszugehen, Dinge, die du vielleicht jetzt noch nicht kennst, zu lernen, ja, und dann einfach auch die Dinge dann halt auch dann zu tun, die du von deiner Ablein, von deinem Sponsor, von den Menschen, die dir das Geschäft zeigen, ja, die Dinge, die dir halt zeigen, dass du die umsetzt, ja. Also, und
versuchen, möglichst hohes Einkommen zu erreichen, weil ob du jetzt ein kleines Einkommen aufbauen willst oder ein großes, spielt im Network Marketing für die Art der Aktivitäten keine Rolle. Ja, du musst für ein kleines Einkommen die gleichen Aktivitäten machen wie ein hohes. Und deswegen macht es Sinn, dass du dich einfach gleich committest und dann lieber ein hohes Einkommen aufbaust. Der Preis, den du zahlen musst, ist eh der gleiche. Ja? Also, du solltest ein Mensch sein, der lieber nach Leistung bezahlt wird als nach seinem Zeiteinsatz. Es geht nicht bald darum, im Network Marketing, dass du viele Stunden arbeitest, sondern es geht darum, dass du die richtigen Dinge am besten in kurzer Zeit so häufig wie möglich umsetzt. Ja? Gut, also. Last but not least, wir suchen Menschen, die ein hohes Einkommen erzielen wollen, ja, und ja, nicht viel Geld investieren möchten zu Beginn, die aber auch ein Business haben wollen, welches möglichst zeitunabhängig, entschuldige, betrieben werden kann, ja. Und ja, du siehst, einen Plan B zu haben, das macht absolut Sinn, egal in welcher Situation du dich gerade befindest, ja, wenn du für dich, ja, gerade an einem Punkt stehst, wo du sagst, du brauchst auf jeden Fall eine Veränderung, so wie es aktuell ist, möchtest du auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte nicht mehr weitermachen, dann ja, ist das oder kann ich dir nur die Empfehlung geben, setz dich mit Network Marketing auseinander. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann hast du im Prinzip zwei Möglichkeiten. Du kannst nichts tun, dann bleibt alles, wie es ist. Morgen stehst du wieder auf, die Welt dreht sich weiter. Aber es wird sich in deinem Leben nicht viel verändern. Oder du kannst dich informieren, die nächsten Schritte gehen und die sind: Informationen anfordern, wenn du Fragen hast, Kontakt aufnehmen und dann durchstarten. Ja, und wenn du eine der drei Punkte ja jetzt für dich hast, ja, wo du sagst, okay, ich habe noch Fragen oder ich brauche weitere Infos oder ich will sofort starten, dann informier dich ja hier auf dieser Seite und fordere dir gleich unterhalb des Videos weitere Informationen an und dort wirst du dann ganz konkret erfahren, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst. Ich möchte mich an dieser Stelle für deine Aufmerksamkeit bedanken. Ich weiß, bei längeren Videos, das ist nicht selbstverständlich, ja. Aber trotzdem danke, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Das zeigt, du meinst es wirklich ernst. Und ja, um es mit Goethe zu sagen, Erfolg hat drei Buchstaben, nämlich tun. Ja, du kannst dir Ziele stecken, wie du willst. Ja, wenn du nicht in die Umsetzung kommst, dann wird sich nichts im Leben verändern. Und deswegen sind es die drei wichtigsten Buchstaben, die es im Leben aus meiner Sicht gibt. Und es sind nicht die großen Schritte, ja, die zu einem großen Ergebnis in der Zukunft führen, sondern es sind wirklich die kleinen Schritte, die so tagtäglich getan werden. Ja, wenn man die so im Nachhinein dann aneinander legt, dann wirst du feststellen, dass es die kleinen Schritte, die du täglich getan hast, dann zu dem großen Ergebnis in der Zukunft führen, welches du jetzt in deinem Leben dann hast. Ja, in diesem Sinne danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir ja weiterhin ja, alles, alles Gute, maximalen Erfolg und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.